So, dann begrüße ich ganz recht herzlich Katrin Woike, Diplompsychologin. Und zur Einleitung für das Thema mentale Gesundheit haben Sie im Vorfeld ein Zitat schon mit uns auf den Weg gegeben. Das heißt, das richtige Wissen und passende Strategien können dabei helfen, auch in Ausnahmesituationen mental gesund zu bleiben. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf Ihren Vortrag und freue mich sehr, dass Sie dabei sind und gerne die Bühne ist Ihre. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, ich bin Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin und teile direkt mal meinen Bildschirm mit Ihnen allen. Genau, und darf heute was zur mentalen Gesundheit erzählen. Warum bin ich Experte dafür? Weil ich nun mal psychologische Psychotherapeutin bin, seit 2021 in meiner Praxis tätig mit Kassensitz. Und zuvor habe ich auch im ambulanten Bereich und in Kliniken gearbeitet, in der Psychiatrie zum Beispiel, und durfte da ein bisschen Wissen sammeln. Und habe heute die Ehre, was zur mentalen Gesundheit zu sagen und hoffe, das innerhalb von 20 Minuten ganz gut auf das Wichtigste runterzubrechen. Aufgrund der Kürze dieser Zeit würde ich mich heute gerne mit drei Fragen beschäftigen. Die erste, die ich dafür erstmal klären möchte, ist, was eigentlich mentale Gesundheit überhaupt ist. Dann möchte ich darauf eingehen, warum ist mentale Gesundheit wichtig, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Huntington-Erkrankung. Und zu guter Letzt würde ich mich gerne damit beschäftigen, wie man denn professionelle Hilfe findet und eventuell auch in Ansätzen wie Psychotherapie funktioniert. Weil ich glaube, dass das ganz wichtige Punkte sind. Und dann fange ich gleich mit der ersten Frage an, nämlich was ist mentale Gesundheit? Mental kann man auch gerne durch psychisch ersetzen. Und da habe ich einfach die WHO befragt und die sagt, psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Das klingt sehr umfassend, finde ich. Und vor allen Dingen wird für mich deutlich, dass es mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Und ich finde, drei Punkte stechen so ein bisschen hervor. Es geht also um unser Wohlbefinden. Es geht darum, dass wir handlungsfähig sind und irgendwo auch uns zugehörig fühlen können durch das, was wir leisten oder tun können. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, jeder hat vielleicht noch eine eigene Vorstellung davon, wie er sich fühlt, wenn er mental gesund ist. Aber das so die allgemeine Definition. Die Frage ist jetzt ja also, warum ist mentale Gesundheit eigentlich wichtig? Und so als allererstes muss man sagen, klingt der Zustand psychischer Gesundheit jetzt ja erstmal erstrebenswert. Mir geht es also irgendwie gut und ich komme mit allem so ganz gut klar, was an Herausforderungen da ist. Und der zweite Punkt, warum es so wichtig ist, hängt damit zusammen, dass unser Körper und unsere Psyche unmittelbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen und somit auch unsere körperliche und psychische Gesundheit. Und da denke ich, kennen das vielleicht viele von Ihnen auch, woran man das erkennen kann. Zum Beispiel, wenn man eine stressige Phase hat, weiß ich nicht, man hat viel zu tun bei der Arbeit oder einen Umzug oder was auch immer. Und in der Zeit schafft man das ganz oft sehr gut. Seine Leistung oder das zu erbringen, was nötig ist. Und wenn dann diese Anspannung abfällt, der Urlaub steht vor der Tür, das Wochenende, wie auch immer, der Umzug ist geschafft, dann werden wir ganz häufig krank, sei es eine Erkältung oder sonst irgendwas. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir eben in diesen Stressphasen alles abrufen können, unser Körper dafür sorgt, dass wir möglichst gut geschützt sind, unser Immunsystem fährt hoch. Und das ist aber natürlich eine besondere Herausforderung für unseren Körper und erfordert sehr, sehr viel Energie und Ressourcen.
Und wenn dann die Anspannung eben abfällt, dann erholt sich oder versucht sich auch der Rest des Körpers zu erholen. Und dann sind wir aber leider oft anfällig dafür, krank zu werden. Das ist ein Beispiel, finde ich, aus dem Alltag, wo ganz deutlich wird, wie eng das miteinander zusammenhängt. Ein anderes Beispiel ist, dass es sehr, sehr viele Redewendungen in unserer Sprache gibt, die, wenn man genau hinschaut, verdeutlichen, dass wir manchmal auf psychische Dinge mit körperlichen Reaktionen reagieren. Und zwar kennen bestimmt viele den Ausdruck, das ist mir auf den Magen geschlagen. Und die Frage ist ja, woher kommt es? Also meistens geht es da ja gar nicht so sehr um irgendwas, was wir gegessen haben, was wir nicht vertragen, sondern vielmehr darum, dass wir schockiert sind oder dass wir eine Nachricht bekommen haben, die wir erstmal verarbeiten müssen und scheinbar also körperliche Symptome haben aufgrund von psychischen Gegebenheiten, nämlich zum Beispiel dem Überraschungseffekt oder dem Schock. Und das ist, finde ich, ein weiteres Beispiel, woran man das gut erkennen kann und weshalb es eben so wichtig ist, nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die psychische Gesundheit zu achten. Das hängt miteinander zusammen und je nachdem, worauf wir eben achten, können wir damit auch dem anderen Teil was Gutes tun. Und dann der andere Teil, warum Gesundheit so wichtig ist, unserer Psyche, der war eben schon in der Definition so ein bisschen erkennbar. Die mentale Gesundheit erlaubt uns einfach, dass wir mit Herausforderungen und Ausnahmesituationen leichter umgehen können. Und das Leben ist nun mal so gestrickt, dass es immer wieder Herausforderungen und Ausnahmesituationen gibt. Das können wir nicht verhindern. Und umso besser ist es dann also, wenn wir möglichst gesund sind. Als nächstes ist natürlich dann die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum ist psychische Gesundheit auch im Zusammenhang mit der Huntington-Erkrankung so wichtig? Und da habe ich eine Liste erstellt mit mentalen Belastungen, die durch die Erkrankung entstehen können. Die Liste ist vielleicht nicht vollständig, bestimmt nicht. Und sicherlich betrifft auch nicht jede dieser Belastungen jede Person. Aber ich habe eben versucht, alles mal zusammenzutragen, was ich glaube, was unsere Psyche, unsere mentale Gesundheit belasten kann durch die Erkrankung. Das Erste und Offensichtlichste meiner Meinung nach ist, dass die Erkrankung ja einfach eine neurodegenerative Krankheit ist, zu deren Symptomen auch psychische Symptome gehören, wie Depressionen, Ängste und so weiter. Auch die Beispiele, die hier stehen, entsprechen nicht einer vollständigen Aufzählung. Und das heißt, wenn ich versuche, möglichst auf meine psychische Gesundheit zu achten, kann ich also auch frühzeitig eventuell erkennen, wenn da was nicht in Ordnung ist und etwas dagegen tun, möglichst. Ein weiterer Punkt, weshalb Huntington sehr belastend sein kann, ist das Thema Ungewissheit. Wir Menschen mögen es eigentlich gerne kalkulierbar und planbar, die einen mehr, die anderen weniger, aber grundsätzlich ist Ungewissheit etwas, das für uns alle belastend sein kann. Und Ungewissheit bringt die Erkrankung leider an verschiedenen Stellen einfach mit sich, angefangen bei der Frage nach der Genetik, bin ich Genträger oder nicht? Weiter über die Frage, wann bricht es aus und wie verläuft es bei mir und was macht das alles mit meinem Lebensentwurf? Und sicherlich gibt es noch mehr Punkte, die ungewiss sind im Zusammenhang mit der Erkrankung. Ein weiterer Belastungspunkt ist natürlich die Auseinandersetzung mit Verlust oder Tod, sei das von mir nahestehenden Personen oder von mir selbst. Und ich glaube, da ist es relativ indiskutabel, dass es eine Belastung für uns sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Dann erleben wir im Zusammenhang mit der Erkrankung eventuell auch einen Kontrollverlust und das ist ein bisschen so wie mit der Ungewissheit. Wir haben nicht nur gerne Gewissheit, sondern auch gerne die Kontrolle über Situationen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es uns meistens nicht so gut, sodass das eben auch eine Belastung darstellen kann, wenn wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren.
Selbst wenn ich aber vielleicht gar nicht selbst betroffen bin, bin ich eventuell Angehöriger einer Person mit der Huntington-Erkrankung. Und auch das kann natürlich belastend sein, weil es einer mir nahestehenden Person nicht gut geht oder weil ich eventuell auch in die Pflege mit involviert bin. Und auch Pflege kann natürlich sehr belastend für unsere Psyche sein. Und als letzten Punkt habe ich noch einen, der sich Schuld der oder des Überlebenden nennt. Das ist ein psychologisches Phänomen, das wir häufig auch im Zusammenhang mit Unfällen erleben, dass wenn Menschen einen Unfall überleben und aber wissen, es gab jemanden, der das nicht überlebt hat, dass sie sich dann manchmal schuldig fühlen. Das ist nicht immer rational zu erklären, aber emotional kommt es eben natürlich trotzdem vor. Und das gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit der genetischen Komponente der Erkrankung. Denn eventuell bin ich zwar nicht betroffen, aber mein Bruder oder meine Schwester. Und das kann eben ähnliche Gefühle hervorrufen, wie ob ich jetzt überlebe oder warum ich überlebt habe oder nicht. Genau, das ist also, finde ich, eine relativ große Sammlung an potenziellen Belastungen. Wie gesagt, sicherlich nicht für jeden gleich, aber es ist recht viel, was da möglicherweise belastend sein kann und wo ich eventuell Unterstützung brauchen könnte, um damit umzugehen. Sicherlich kennt jeder von Ihnen Dinge, die Ihnen gut tun und die helfen, mit Belastungen umzugehen. Und die meisten davon sind auch ziemlich gute Strategien. Und manchmal kann es aber auch helfen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und was ist jetzt eigentlich professionelle Hilfe? Da gibt es so viele Berufe und Begriffe, dass ich mir überlegt habe, es wäre vielleicht ganz hilfreich, erstmal aufzuspalten, welche Bereiche es da gibt und diese Unterschiede zu erklären. Es gibt Psychologinnen und Psychologen. Das sind die Personen, die Psychologie studiert haben und danach in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig werden können. Die können zum Beispiel in Personalabteilungen in Unternehmen arbeiten, wenn sie sich darauf spezialisiert haben, aber auch zum Beispiel in Beratungsstellen, in sozialen Beratungsstellen und in ganz vielen anderen Bereichen auch. Dann gibt es Psychiater oder Psychiaterinnen. Und das sind Personen, die Medizin studiert haben und danach eine fachärztliche Ausbildung absolviert haben, die mindestens 4 Jahre dauert. Und danach sind sie Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Die dürfen aufgrund ihres Medizinstudiums auch Medikamente verschreiben und theoretisch Psychotherapien durchführen. Warum sage ich theoretisch? Sie haben die Erlaubnis, aber im Arbeitsalltag eines Psychiaters kommt es oft nicht vor, weil es erstens recht wenig Psychiater gibt und die natürlich dann all die Patienten betreuen, die eben zum Beispiel eine Medikation benötigen und damit ziemlich ausgelastet sind. Häufig ist das eben auch deren Schwerpunkt oder Bereich, mit dem sie sich lieber beschäftigen. Es gibt aber zum Beispiel auch ärztliche Psychotherapeuten, die eben auch Medizin studiert haben und auch eine fachärztliche Ausbildung haben, entweder zum Beispiel für Psychiatrie, also wie die Psychiater, die gerade genannt waren, oder zum Beispiel für psychosomatische Medizin oder auch andere Bereiche. Und dann aber diesen Bereich, der für Psychotherapie zuständig ist, noch ein bisschen intensiver betrieben haben, also eine Ausbildung nach Psychotherapeutengesetz gemacht haben, der ein bisschen intensiver ist, der Teil. Die dürfen natürlich auch Medikamente verschreiben, weil sie ja genauso das Medizinstudium haben, fokussieren aber eventuell auch nicht nur darauf, sondern auch auf die Psychotherapie und bieten vielleicht kombinierte Behandlungen. Dann gibt es die psychologischen Psychotherapeutinnen, denen ja auch ich angehöre. Das heißt, da hat man Psychologie studiert und danach eine spezialisierte Ausbildung in einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapiebereich gemacht. Da gibt es verschiedene. Ich zum Beispiel bin Verhaltenstherapeutin. Es gibt aber auch die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die systemische Psychotherapie. Diese
Spezialisierte Ausbildung ist ja auch nach dem Studium, so wie die fachärztliche Ausbildung bei den Medizinern, dauert mindestens 3 Jahre. Und danach führen diese Personen eben Psychotherapien durch und die dürfen natürlich keine Medikamente verschreiben, mangels Medizinstudium. Genau. Das erstmal zur Aufspaltung der ganzen unterschiedlichen professionellen Helfer. Wie findet man denn jetzt eigentlich professionelle Hilfe, wenn man sagt, okay, mit meinen Strategien komme ich vielleicht so nicht mehr weiter? Ich brauche vielleicht Unterstützung. Der erste Weg könnte zum Beispiel zum Hausarzt oder zur Hausärztin sein. Manchmal betreuen die einen auch schon seit vielen Jahren. Vielleicht hilft da das ein oder andere Gespräch schon weiter oder die besitzen eine Liste mit Personen oder Telefonnummern, an die man sich wenden kann. Ein weiterer Dienst, an den man sich wenden kann, das sind die sozialpsychiatrischen Dienste. Die gibt es meistens kreisbezogen, also Landkreis- oder Stadtkreisbezogen, häufig von der Diakonie oder auch Caritas bedient. Und dort arbeiten meistens Psychologen oder Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen und bieten eben auch Unterstützung, entweder bei der Hilfe nach der Suche der jetzt passenden Anlaufstelle, also zum Beispiel bei der Suche nach einer Psychotherapie. Oder sie bieten auch, wenn ich zum Beispiel darauf warte, einen Psychotherapieplatz zu bekommen, in regelmäßigen Abständen Gespräche an, die sicherlich keine Therapie ersetzen, aber dennoch natürlich professionell geführt sind und sehr hilfreich und unterstützend sein können. Die kassenärztlichen Vereinigungen des jeweiligen Bundeslandes, in dem sie leben, bieten Arztsuchen an. Das heißt, da kann man auf den Internetseiten, meistens findet man das über irgendeine Suchmaschine, wenn Sie eingeben, Kassenärztliche Vereinigung Bayern oder Rheinland-Pfalz oder wo auch immer Sie wohnen. Da gibt es dann auf der Seite meistens eine Arztsuche und da kann man dann den Fachbereich angeben, den man sucht, also zum Beispiel einen Psychiater oder eine Therapeutin, eine Psychotherapeutin. Und man kann den Umkreis angeben, in dem man sucht, zum Beispiel indem man seine Postleitzahl angibt. Und dann sieht man auch gleich, was für ein Verfahren der Therapeut anwendet und wie weit er weg ist und kann sich da dann eine Liste ausgeben lassen, wen man alles so anrufen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einer Psychotherapie ist, dann findet man über diese Listen, die ich gerade angesprochen habe, meistens ja die Praxen, die es in der Umgebung gibt. Und da arbeiten meistens 1 oder 2, vielleicht auch mal 3 Therapeuten, aber eben oft nicht mehr. Und das bedeutet, wenn man dort anruft, hat man meistens entweder eine Wartezeit oder man kann vielleicht mal vorbeikommen, aber dann nicht dauerhaft in Therapie kommen, weil man wieder darauf warten muss, weil die Plätze einfach sehr, sehr rar sind. Wenn man jetzt diese Psychotherapeutenausbildung macht, von der ich eben sprach auf der vorherigen Folie, und 3 Jahre in Ausbildung ist oder länger, dann muss man natürlich auch ganz normale ambulante Psychotherapien durchführen. Das heißt, man ist am Ende der Ausbildung und ist noch unter Supervision tätig, aber begleitet eben Patienten genauso wie ein ambulanter, niedergelassener Therapeut. Und das tut man eben häufig in Psychotherapieambulanzen der Ausbildungsinstituten. Das heißt, wenn Sie irgendwo in einer größeren Stadt wohnen, wo es ein Ausbildungsinstitut gibt oder das irgendwie für Sie erreichbar ist, dann ist es sinnvoll, dort eben auch nachzufragen, denn in diesen Ambulanzen arbeiten dann nicht 1, 2 oder 3 Therapeuten, sondern so um die 30. Und dementsprechend können die natürlich mehr Plätze anbieten. Auch da sind die Wartezeiten aber häufig sehr lang. Eine etwas Sonderposition ist noch der Konsiliardienst. Wenn Sie in der Klinik sind, zum Beispiel aufgrund irgendeiner Verletzung und Sie liegen auf der Chirurgie oder in der inneren Medizin und es geht Ihnen aber nicht gut, dann können Sie auch einen Konsil anfordern. Das heißt, dann kommt ein Psychiater oder ein Psychotherapeut zu Ihnen auf die Station, um mit Ihnen zu sprechen. Und manchmal kann man darüber hinaus, auch wenn man dann schon entlassen ist, noch 2, 3 Gespräche dort in Anspruch nehmen.
Genau, so viel zu der Suche nach professioneller Hilfe. Ich kann ja vor allen Dingen aus meiner Sicht berichten, also warum ist dann eventuell Psychotherapie für jemanden sinnvoll? Wenn Sie Beschwerden haben, dann suchen Sie natürlich immer ein wirksames Mittel dagegen. Und bei Kopfschmerzen nehmen Sie vielleicht eine Kopfschmerztablette oder Sie wissen, dass Ihnen Ruhe hilft oder frische Luft oder was auch immer. Und dann wenden Sie das an. Und wenn ich mit eventuell psychischen Beschwerden nicht mehr so gut weiterkomme, selbst mit meinen Strategien, dann ist Psychotherapie wirksam. Das hat sie in vielen Studien nachgewiesen und ist deshalb also einfach ein Hilfsmittel, das in Frage kommt. Wie funktioniert das jetzt und warum funktioniert das vielleicht? Man kann Psychotherapie so bezeichnen, dass es die Zusammenarbeit von zwei Experten ist. Es gibt natürlich die Therapeutin oder den Therapeuten und die kennen sich mit ihrer oder mit der Psyche allgemein aus, mit Symptomen, mit der Symptomentstehung und mit psychischen Erkrankungen. Aber es gibt noch einen zweiten Experten und das ist immer der Patient oder die Patientin, denn nur sie kennen sich natürlich mit ihrem eigenen Leben besonders gut aus und mit ihren Vorlieben oder Strategien, die ihnen eben besser liegen als andere. Und in der Zusammenarbeit kann es dann eben dazu führen, hoffentlich, dass sehr passende Strategien für Sie gefunden werden, um mit schwierigen Situationen eben besser zurechtzukommen. Ein ganz, ganz wichtiger Wirkfaktor von Psychotherapie, aber natürlich auch, wenn Sie jetzt an die anderen professionellen Helfer denken, ist die Einzigartigkeit dieser therapeutischen Situation. Normalerweise sprechen wir über die Dinge, die uns belasten oder die ja sehr persönlich sind, meistens nur mit Menschen, die uns nahestehen, also mit unseren Freunden oder mit der Familie. Und das ist auch gut so, dass wir das tun und sicherlich auch hilfreich. Aber das ist natürlich immer subjektiv, weil diese Personen auch in der Situation mit drin stecken. Das sind ja eben ihre Freunde oder ihre Eltern oder wer auch immer, ihre Geschwister. Das heißt, dieser Blick von außen ist häufig nicht so leicht, weil die ja mit ihnen zusammen vielleicht in dieser Situation stecken. Und das kann natürlich ein Therapeut oder ein Arzt oder eben auch jemand, der im sozialpsychiatrischen Dienst arbeitet, viel besser in dem Sinne, dass er gar nicht mit ihnen in der Situation drin steckt und deshalb vielleicht andere Blickwinkel hat und andere Vorschläge machen kann. Genau, und in dieser Situation geht es dann darum, individuell wirksame Strategien im Umgang mit Belastungen zu finden. Das ist genau das, was ich meine mit der Zusammenarbeit von zwei Expertinnen und dadurch hoffentlich wieder eine gewisse Kontrolle über die Ungewissheit zu erlangen, von der wir ja weiter zurückliegend schon gelernt haben, dass sie für uns Menschen eben eher schwierig zu bewerkstelligen oder zu verarbeiten ist. Genau, das war es in der Kürze der Zeit von mir. Ich hoffe, dass ich möglichst auf die Dinge eingegangen bin, die Sie interessiert haben. Und bin jetzt offen, Fragen zu beantworten. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Überblick und die Zusammenstellung. Ich fand insbesondere die Erklärung nochmal hilfreich. Wer sind die professionellen Helfer und was sind auch die Unterschiede? Weil die Begrifflichkeiten sind ja auch nicht immer klar. Das fand ich jetzt sehr hilfreich. Und ich habe jetzt zwar meine Kamera ausgehabt, aber ich habe an sehr, sehr vielen Stellen bei den Belastungen durch die Huntington-Erkrankung jedes Mal genickt. Und mich auch an vielen Stellen wiedergefunden. Es gibt bis jetzt noch keine Fragen. Der Herr Munter, da ermuntere ich jetzt gerne, den unteren F- und A-Knopf zu nutzen und die Fragen an die Expertin einzustellen. Jetzt kommt die erste rein. Die Frage von Alina lautet, was ist besser, Verhaltenstherapie oder Psychotherapie? Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Psychotherapie. Psychotherapie ist sozusagen der Überbegriff. Und es gibt unterschiedliche Therapieformen, weil sie auf unterschiedliche Therapieschulen zurückgehen. Und es gibt insgesamt 4 anerkannte, also von den Krankenkassen anerkannte Schulen oder Therapierichtungen, die dementsprechend auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist einmal die kognitive Verhaltenstherapie eben.
Die beschäftigt sich damit, dass alles durch Lernprozesse irgendwo entstanden ist und schaut, was gibt es jetzt für Probleme, wie wurde das erlernt, warum handle ich vielleicht so oder erlebe ich was so und sucht nach Strategien, wie ich damit jetzt anders umgehen kann. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie macht das im Prinzip auch, also so viel Unterschied ist da nicht. Sie wählt aber ein bisschen andere Begrifflichkeiten und geht davon aus, dass die meisten Schwierigkeiten auf innere Konflikte zurückgehen und sucht eben heraus, welche Konflikte das sind und in welcher Lebensphase die eventuell entstanden sind und wie man damit jetzt umgehen kann. Die Psychoanalyse ist so ein bisschen nochmal ein bisschen was anderes. Das ist das, was, glaube ich, viele Menschen im Allgemeinen sich unter Psychotherapie vorstellen. Das ist das mit der Couch, könnte man sagen. Da liegt man tatsächlich. Und es geht vor allen Dingen ums freie Assoziieren. Da sagt der Therapeut deutlich weniger als bei den anderen Therapieformen. Und es geht sehr viel darum, dass sich solche Dinge lösen, dadurch, dass die Person darüber spricht. In Anwesenheit des Therapeuten, aber der greift nicht so viel ein wie in den anderen Therapieformen. Und dann gibt es noch die systemische Psychotherapie, die ist noch gar nicht so lange anerkannt wie die anderen Therapieformen. Da geht es deutlich mehr auch um die sozialen Gefüge und die Muster, die eine Person an den Tag legt und woher die kommen. Grundsätzlich ist aber Psychotherapie im Allgemeinen wirksam, also all diese Varianten, und es gibt nur manche Störungen, die halt leichter mit der einen oder der anderen Form behandelt werden können. Vor allen Dingen ist es eigentlich wichtig, dass die Person, die in Psychotherapie geht, sich mit dem Therapeuten irgendwie gut versteht oder grün ist, weil sonst hilft gar keine Psychotherapie wahrscheinlich. Das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt auch gerade. Wie finde ich den richtigen und den für mich passenden Therapeuten oder Therapeutin? Nicht alle sind so sympathisch wie Sie und Hans Gerding Huntington aus. Und wir sind so viele in ganz Deutschland verteilt. Ich will auch nicht hunderte von Kilometern fahren. Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn da reinzuschnuppern oder manchmal so, weiß nicht, Probesitzungen zu machen und dann zu sagen, geht nicht? Wie läuft das ab? Ich kann noch mal, wenn ich auf meine, genau, ich habe da noch eine Folie vorbereitet. Ah. Und zwar ist es vor allen Dingen für gesetzliche Versicherte insofern auch ganz einfach, weil sie eben Anspruch auf 3 Sprechstunden haben bei ein und demselben Therapeuten. Wenn sie zu unterschiedlichen Therapeuten gehen, haben sie auch Anspruch auf mehr Sitzungen, die eben von der Krankenkasse pauschal übernommen werden. Und da habe ich eben die Möglichkeit, erstens den Therapeuten kennenzulernen, meine Fragen auch zu stellen über die Therapieform oder den Ablauf und auch festzustellen für mich, ob das passt mit dem Therapeuten. Und da in dieser Phase von den 3 Sprechstunden und den darauffolgenden probatorischen Sitzungen, das sind noch 4 weitere Sitzungen, geht es eigentlich vor allen Dingen auch darum, festzustellen, ob das denn passend ist oder nicht. Und dann gibt es eben verschiedene Stundenkontingente, die ich beantragen kann. Auch Privatversicherte haben Anspruch auf solche Sitzungen. Das sind erstmal 5 pro Patient und gleichem Therapeut. Das gibt es ein bisschen Unterschiede. Aber genau so funktioniert es. Ich kann auch erstmal hingehen zur Sprechstunde. Muss ich meistens sowieso, weil Therapieplätze sind sehr rar. Ja, das war sehr hilfreich. Danke dafür. War nicht abgesprochen. Jetzt geht es weiter mit Fragen. Und zwar möchte Alina noch mal wissen, wie kann man eigene Blockaden und Ängste überwinden, um sich Hilfe zu holen? Das ist natürlich schwierig und sicherlich auch individuell. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist wahrscheinlich, dass man irgendwo die Einsicht hat oder den Blick dafür, dass ich eventuell Hilfe brauche und dass es auch in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, dass es manchen Menschen leichter fällt und anderen schwerer. Ich glaube, dass Information immer hilft. Also es gibt ja mittlerweile einfach durch das Internet viele Möglichkeiten, sich zu informieren und da auch vielleicht gezielt danach zu suchen, nach hilfreichen Antworten, weil es gibt einfach eine Flut an
an Möglichkeiten. Und natürlich findet man dann auch die Negativberichte vielleicht. Und es ist auch nicht verkehrt, Negativberichte zu finden, aber vielleicht einfach gezielt danach zu suchen, wie kann es helfen oder wie läuft es überhaupt ab. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Psychotherapie nicht heißt, ich gehe da hin und dann bin ich in der Therapie, sondern ich habe erstmal eine Sprechstunde und kann mir das anhören und angucken und dann immer noch entscheiden, ob das was für mich ist, dann hilft es schon. Also erstmal mir bewusst sein und vielleicht gezielt fragen und also suchen, wo könnte ich Hilfe kriegen und Leute fragen, vielleicht auch anonym, wenn mir das lieber ist, oder eben vielleicht mich mit jemandem besprechen, der mir nahesteht und von dem ich weiß, dass er dem gegenüber vielleicht offen eingestellt ist. Super, das sind tolle Tipps. Danke dafür. Sie haben gerade das Thema Informationen angesprochen. In dem Zusammenhang fragt Asal, gibt es Bücher, die Sie empfehlen können, die einem dabei helfen, seine mentale Gesundheit zu stärken? Puh, das ist schwierig, weil es gibt wahnsinnig viele Bücher. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen Typsache. Was, glaube ich, nicht verkehrt ist, sind in manchen Tagebüchern oder in manchen Kalendern gibt es heutzutage, dass so ein Anteil davor ist, wo man so ein bisschen darüber nachsinniert sozusagen, was denn die eigenen Belastungen vielleicht sind oder was man für Ziele hat oder was einem gut gelingt oder nicht so gut gelingt. Und da kriegt man vielleicht ein Gespür dafür dann, worüber man sich gerne informieren möchte. Also geht es einem darum, dass man merkt, man kann nicht so gut entspannen im Alltag oder ist das eigentlich kein Problem, sondern man hat irgendwie Schwierigkeiten, sich abzugrenzen gegenüber anderen. Also es ist so ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wo ich denn glaube, dass es mir gut tun würde, mir jetzt vielleicht meine mentale Gesundheit zu stärken, denn das ist ja, wie gesagt, ein weites Feld. Und da erstmal so hinzugucken. Ich glaube, dass ruhig so allgemeine Sachen am Anfang in Ordnung sind und ansonsten einfach mal schauen, was einen vielleicht selbst anspricht und das durchlesen. Kann da keine spezielle Empfehlung geben. Ja, genau. Wir machen gleich eine Austauschrunde mit allen zusammen. Vielleicht gibt es das nur erste Tipps untereinander zum Austausch. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Ja. Genau. Eine Frage habe ich noch von Gabi. Und zwar fragt sie, gibt es eine Empfehlung, welche Therapieform für Huntington-Betroffene am besten hilft? Es gibt meines Wissens nach keine Empfehlung, welche Form da jetzt am besten ist. Es gibt für einzelne Störungsbilder immer Leitlinien, welche Formen zum Beispiel da empfehlenswert sind. Und da gibt es zum Beispiel bei Angststörungen und auch bei Zwangsstörungen schon die Empfehlung für Verhaltenstherapie zum Beispiel. Und wenn man jetzt merken würde, dass es in diese Richtung gehen würde, entweder im Rahmen jetzt schon der Symptomatik durch die Huntington-Erkrankung oder aber auch schon im Vorfeld, dann ist das sicherlich keine schlechte Wahl. Aber ich glaube, ich habe es schon erwähnt, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man sich mit dem Therapeuten irgendwie gut versteht, weil es ist wie im normalen Leben auch. Mit der einen Person kommt man irgendwie besser klar und mit der anderen weniger. Das muss einfach passen. Und dann ist es natürlich nicht völlig egal, welche Therapieform, aber zumindest nicht mehr so wichtig. Ich würde jetzt vermuten, dass Psychoanalyse oft jetzt, wenn ich nach konkreten Tipps suche oder nach konkreten Handlungsmöglichkeiten, eher schwieriger ist. Aber das ist auch, also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist nicht empfohlen bei dieser oder jener Erkrankung, sondern auch das muss man ausprobieren. Es gibt tatsächlich Erkrankungen, wo das nicht so ist, gerade dann, wenn es irgendwie um Wahn oder Persönlichkeitsdinge geht. Aber das kann man so pauschal nicht sagen. Das muss man ausprobieren. Aber es gibt natürlich bei bestimmten Symptomen dann schon manche Therapieformen, die besser funktionieren. Das kann man dann aber auch zum Beispiel erfragen oder auch nochmal mit jemand anderem besprechen. Also wenn jetzt rauskommt, okay, es geht hier um Angst oder um Zwang oder wie auch immer, was ist denn da jetzt die geeignete Therapieform? Super, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung all der Fragen und auch danke an die Fragestellerinnen und Steller. An dieser Stelle beenden wir es erstmal.